Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Webinar Arbeit in der Lieferkette oder wie es angekündigt war, Schuften in der Lieferkette, Arbeitsbedingungen im internationalen Gütertransport mit Christoph Scherer, auf den ich mich ganz besonders freue oder wir uns eigentlich freuen sollten. Ich habe neulich noch sein Buch gelesen, Macht den weltweiten Lieferketten, und ich warte dringend darauf, dass das andere Buch im VSA Verlag endlich erscheint. Genau, ganz kurz zum Ablauf. Das Webinar ist in drei Teile geteilt. Zwischen diesen Teilen habt ihr Zeit, im Chat Fragen zu stellen, Verständnisfragen, und am Ende wird es noch nochmal die Möglichkeit geben, direkt zu diskutieren. Der erste Teil vom Webinar bezieht sich auf die Arbeit in den Häfen. Der zweite Teil wird sein über die Arbeitsbedingungen auf See. Und der dritte Teil ist der über die verschiedenen Akteure. Und zwar im Prinzip also die Arbeitgeber, die dahinter stecken. Genau. Ich habe schon gesagt, Christoph Scherer, Professor Dr. Christoph Scherer, der zusammen mit Kollegen eine Studie darüber verfasst hat, zu der er uns gleich einiges erzählen wird. Ganz herzlich willkommen. Ja, Sonja, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, da unsere Forschungsergebnisse vorzustellen. Ich selbst bin mittlerweile emeritiert, habe dieses Projekt auch dann später als Pensionär weitergeführt. Das Bild, was ich hier ausgewählt habe, das ist das Bild vom Hafen in Moin in Costa Rica, der ganz moderne Hafen, der APM Terminal heißt und im Besitz ist von einer der größten Reedereien der Welt, von Maersk, also ein privatisierter Hafen, was sicherlich auch so ein bisschen die Überschrift für so manches ist, was ich jetzt vorstelle. Ganz kurz zu dem Projekt, das war im Rahmen des BMZs über Möglichkeiten und Grenzen menschenwürdiger Arbeitsbedingungen in der interkontinentalen Bananenschifffahrt. Also wir haben nicht alles in der Welt versucht zu eruieren, sondern haben uns da auf eine spezifische Destination beschränkt. Aufgehört haben wir zu forschen im Oktober und wir waren ein Team mit Personen aus Kolumbien, Costa Rica und eben auch in Kassel. Wir haben keine harten Daten gesammelt, sondern wir haben Umfragen, Fokusgruppen, Experteninterviews, Beobachtungen vor Ort gehabt. Das und natürlich auch die Sekundärliteratur, die besonders wichtig ist für die Seeschifffahrt, weil heutzutage die Seeleute kaum noch an Land gehen und deswegen kaum greifbar sind. Das. Hier mal nochmal eine kurze Karte von den Häfen in der Karibik. Hier ist Santa Marta, an der Stelle der Hafen von Turbo, zu dem ich gleich nochmal was sage, und hier Costa Rica in Moin. Hier kommt, ups, so, jetzt, hier ist also der Hafen von Turbo, auf der rechten Seite Kolumbien, auf der linken Seite Panama. Und dieser Hafen ist besonders, weil er gar kein Quay hat, sondern da werden auf Bargen die Bananen hier in diese Bucht gebracht und dann aufs Schiff geladen. Das. Und unser Team in Kolumbien konnte vor Ort keine Forschung machen, weil der Drogenhandel so ausgeprägt ist und auch die Region noch darunter leidet, dass in den 90er Jahren da scharfe Auseinandersetzungen, gewaltförmige Auseinandersetzungen zwischen Gewerkschaften, Guerilleros und eben paramilitärischen Truppen ausgeübt wurden und zum Teil die Personen aus den paramilitärischen Bereich
heutzutage Chefs von Unterfirmen geworden sind. Das. Die Hafenbetreiber werden heutzutage immer internationaler. Ich habe hier mal ein paar aufgeführt. Für uns hier interessant, weil eben in Costa Rica schon vorhanden, dass es APM Terminals von eben Maersk noch ein bisschen größer ist. Hier ein in Singapur ansässiges Unternehmen und ein chinesisches, was ja auch bekannt geworden ist mit seinem Einstieg in den Hamburger Hafen. Das. Ja. Und wo ich gerade vom Hamburger Hafen spreche, wir haben also uns Hamburg angeguckt, wir haben uns Antwerpen angeguckt, wir haben uns aber auch einen ganz kleinen Hafen angeguckt, Vlissingen. Und warum, das wird auch bald noch klar, wenn ich weiter meine Ausführungen mache. Was sind denn die allgemeinen Ergebnisse hinsichtlich menschenwürdiger Arbeit, was auf Englisch decent work bezeichnet wird? Also in Kolumbien und Costa Rica haben wir gesehen, dass die Geringqualifizierten eher besser verdienen als in der Region, aber immer noch weit entfernt sind von einem existenzsichernden Lohn. Und das ist sehr anders, als es früher war, bevor diese Häfen in den 90er Jahren teilprivatisiert wurden. Das. In Moin ist es sogar so, dass die Hafenarbeiter mittlerweile weniger verdienen als Personen mit vergleichbaren Qualifikationen in der Region. Ja, das. Insgesamt ist diese Region Moin eben eine sehr von Armut geprägte, innerhalb eines letztlich eher wohlhabenden, also für die Region Zentralamerika relativ wohlhabenden Land wie Costa Rica. In Hamburg haben wir gesehen, dass die Löhne innerhalb des Hafens und auch die Arbeitsbedingungen völlig der Decent Work Agenda entsprechen. Aber interessanterweise außerhalb, direkt außerhalb, wenn man aus dem Hafen heraus tritt, dort arbeiten Logistiker unter sehr schlechten Bedingungen. Das meistens auch ohne soziale Absicherung. Und diese Hafengrenze, die ist viel deutlicher geworden nach den Attacken auf das World Trade Center in New York. Haben die Amerikaner ein internationales Sicherheitsregime durchgesetzt und somit sind heutzutage die Häfen richtig abgeriegelt vom Umland. So, und in Antwerpen, was ich jetzt hier nicht drauf geschrieben habe, da sind die Standards am höchsten, aber relativ in der Nähe von Antwerpen gibt es eben im anderen Land, nämlich im Holland liegt Vlissingen, gibt es einen kleinen, sehr flexiblen Hafen, wo eben keine gewerkschaftliche Repräsentation vorhanden ist und somit auch die Hafenarbeiter unter prekären Bedingungen dort arbeiten, was sie zum Teil akzeptieren, weil sie eben auch noch als Handwerker oder als Bauern tätig sind. Wenn man jetzt noch weitere Dimensionen von Decent Work sich anschaut, dann sieht man, dass die Arbeitszeiten häufig die gesetzliche Grenze überschreiten. Und das liegt eben auch zum Teil daran, dass ja die Hafenarbeit unregelmäßig anfällt, nämlich dann, wenn das Schiff anlegt. Und das kann eben auch mitten in der Nacht sein. Was aber absolut vermeidbar wäre, das ist, was in Turbo gang und gäbig ist, dass man bereit sein muss, aber dafür gar nicht bezahlt wird. Den sozialen Dialog, den gibt es noch in dem Hafen von Moin, der noch nicht privatisiert ist, der aber sehr geschrumpft ist, seitdem es den Privatisierten gibt. Das ist hier mit dieser Jobdeva.
Und in Antwerpen und Hamburg gibt es eben Gewerkschaften. Aber in Kolumbien, bei dem APM-Terminal in Moin und in Vlissingen sind eben keine Gewerkschaften vorhanden, mit eben auch entsprechenden Folgen für die Arbeitsqualität. Und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Privatleben, die ist eben bei den Hafenarbeitern aufgrund der unregelmäßigen und sehr langen Arbeitszeiten nicht so gut gegeben. Und zudem gibt es auch noch eine Diskriminierung, insbesondere dann von denen, die eben nicht in dem Land selber geboren wurden. Und Frauen sind mittlerweile an Häfen tätig, aber häufig eben eher in der Logistik und unter deutlich schlechteren Bedingungen. Das. Wenn man darüber nachdenkt, was denn die Hauptursachen für die Defizite nun vor allem in den karibischen Häfen sind, dann liegt es daran, dass es insgesamt ein Überangebot an Arbeitskräften dort gibt in der Region. Es sind eben Regionen, die stark durch die Bananenplantagen geprägt worden sind. Das war über United Fruit dann sehr feudale Arbeitsverhältnisse. Auch sehr interessant, dass viele schwarze Arbeitskräfte aus der Karibik damals angeworben wurden, mit dann eben auch der entsprechenden üblichen Diskriminierung. Die Privatisierung ist eben auch ein wichtiger Teil. Vor der Privatisierung, gerade in Kolumbien, in Santa Marta, hatten die Gewerkschaften eine recht starke Stellung, zum Teil auch eine zu starke Stellung, die dazu geführt hat, dass man denen eben versucht hat, dann sie auch politisch kaltzustellen, weil sie doch deutlich höhere Ansprüche an Löhne hatten als die üblichen in der Region und auch von den Arbeitszeiten und dann sich eigentlich in diesen Rhythmus der Anfahrt von Schiffen nicht mehr einordnen wollten. Oder eben in Turbo dann auch eine starke Radikalisierung durch die Guerilla. Ein weiterer Punkt ist der Wettbewerb zwischen den Häfen. Aufgrund der heutzutage in vielen Ländern doch sehr guten Infrastruktur durch Eisenbahn und vor allem Lastwagenverkehr, und das gilt natürlich insbesondere auch für Europa, aber zum Teil eben dann auch für Kolumbien, gibt es eben auch eine stärkere Konkurrenz zwischen den Häfen, weil man dann eben auch, wenn ich jetzt mal das europäische Beispiel nehme, auch Antwerpen anlaufen kann und über die Rheinschiene dann also doch Mitteleuropa erreicht. Man muss dann gar nicht unbedingt nach Hamburg. Ja, das. Die Lieferketten sind geprägt durch asymmetrische Machtbeziehungen. Die Endabnehmer, die den Kontakt zu den Kunden haben, sind meistens die mächtigsten und die setzen eben Preisdiktate. Ja, und dann ist eben auch die Durchsetzung der nationalen Arbeitsgesetze meist recht mangelhaft. Costa Rica fing von einem relativ hohen Niveau an, was aber im Zuge der allgemeinen Neoliberalisierung auch abgeschwächt wurde in den letzten Jahren. In Kolumbien war es so, dass ja Gewerkschaften auch stark verfolgt wurden. Das hat sich etwas gebessert. Dabei hat beispielsweise auch ein Freihandelsabkommen mit den USA geholfen, das nämlich die Kondition hatte, die Auflage hatte, dass es deutlich mehr Arbeitsinspektoren geben soll in Kolumbien, dass die kolumbische Regierung dafür Sorge tragen soll, dass Gewerkschaftsführer nicht erschossen werden, was gerade vorher recht üblich, aber leider heutzutage auch immer noch geschieht und so weiter und so fort. Und jetzt dann eben unter dem linken Präsidenten insgesamt also die Arbeitsgesetzgebung besser durchgesetzt wird.
Aus unterschiedlichen Gründen gibt es ein nicht so starkes Vertrauen auch gegenüber den Gewerkschaften. Jetzt in Turbo hängt das eben auch mit dieser Vergangenheit, gewaltförmigen Vergangenheit zusammen. In anderen Regionen damit, dass die Gewerkschaften es nicht vermochten, die Privatisierung, die Teilprivatisierung zu verhindern. Und dann, als sie geschah, tatsächlich weiterhin die Arbeitsbedingungen weitgehend aufrechtzuerhalten, die vorherrschten. Und ein Thema, was uns dann doch sehr beschäftigte, weil eben dadurch auch zum Teil unsere Forschung beeinträchtigt wurde, das ist der Drogenhandel. Und hier denke ich, müsste viel mehr Aufklärung betrieben werden hinsichtlich dieser Lieferkette des Drogenhandels, was eben der Konsum der Droge, Kokain beispielsweise bei den Bankbeschäftigten in Frankfurt, dann weit entfernt in der Karibik auslöst. Diese Vielzahl dieser Faktoren deuten eben darauf hin, dass man nicht nur an einer Stellschraube was verändern kann, sondern eben doch an erheblich vielen was machen muss. Wenn ich jetzt das auch noch mal so zusammenfasse, gerade in Kolumbien, Costa Rica sind die Arbeitsbedingungen eben auch durch die Möglichkeit der Unterauftragsvergabe verschlechtert worden. Das ist jetzt im Hafengebiet von Hamburg und Antwerpen so nicht möglich. Aber wir haben eben erlebt, dass gerade dann die Umschichtung, die Verladung der Bananen eben außerhalb des Hafengeländes dann erfolgt und hier eben unter sehr schlechten Arbeitsbedingungen auch dann nicht von Verdi vertreten. Verdi kümmert sich relativ wenig um die doch zahlreichen Logistikarbeiterinnen in Hamburg. Also hier ist es ein Ausweichen außerhalb des Hafens für manche Tätigkeiten. Und in Antwerpen, da war es eben ein Ausweichen zu einem anderen Hafen, nämlich in Vlissingen, der genauso auch an der Schelde liegt. Und somit wird auch dasselbe gute Hinterlandsanbindung verfügt wie Antwerpen. Ja. Und nun zu einem ganz zentralen Punkt. Das ist das Poolsystem, das sich im Laufe des 20. Jahrhunderts entwickelt hat, in nordeuropäischen, auch zum Teil in südeuropäischen Häfen und auch vor allem in den USA, in Australien. Und zwar aufgrund eben des unregelmäßig anfallenden Arbeitsaufwandes waren die Beschäftigten an den Häfen äußerst prekär beschäftigt, auch nicht genügend Arbeitsstunden und mussten immer wieder sich anstellen. Und da durch gewerkschaftliche Kämpfe war es dann möglich geworden, nun ein Modell zu entwickeln, dass diese eben beschäftigt werden und weiterhin auch ein Gehalt beziehen, wenn sie eben nicht beschäftigt sind, dass sie also in einem Pool sind. Dass der Pool aber auch die Möglichkeit hat, die Personen dann bei unterschiedlichen Unternehmen unterzubringen. Das heißt, wenn ein Unternehmen eben nichts zu tun hatte, konnte dann die Arbeitskraft für ein anderes Unternehmen zur Verfügung gestellt werden. Und dieses System ist in Antwerpen am ausgeprägtesten. Wir haben die Terminalbetreiber als Mitglieder einer Organisation, die ich hier abgekürzt habe mit CEPA. Und nur die CEPA stellt die Leute ein und sie zahlt auch die Löhne. Also es gibt für die Beschäftigten dann eben nur einen Arbeitgeber.
Und das hat natürlich durchaus Vorteile in der Auseinandersetzung mit den Hafenbetreibern. Hier ist es aber so, dass manche Hafenunternehmen nicht so glücklich darüber sind, weil eben die Löhne höher sind, gerade dann auch für Logistikarbeiten, einfachere Tätigkeiten als im Umland und sie sich vorstellen, dass man eigentlich da die Löhne absenken könnte angesichts des Arbeitsangebotes. Und dann gibt es noch die Europäische Kommission, die in einem solchen Poolsystem, wenn also auch die Gewerkschaft mitbestimmen kann, wer beschäftigt wird, eine Einschränkung der Dienstleistungsfreiheit sieht. Und die Europäische Kommission hat verschiedene Anläufe genommen, um dieses Poolsystem kaputt zu machen, scheiterte aber eine Reihe Mal. Aber zuletzt konnte sie sich teilweise durchsetzen, sodass die Gewerkschaften nicht mehr bei der Auswahl der Beschäftigten beteiligt sind. Nur das Poolsystem als solches besteht weiter, aber es ist eben nicht, die Gewerkschaften sind nicht mehr da Teil. In Hamburg haben wir ein Gesetz aus den 50er Jahren, das den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften eben ermöglicht, eine Gesamthafensbetriebsgesellschaft zu gründen, die eben dann diese Arbeitskräfte, die nicht bei einem Unternehmen beschäftigt sind, anstellen kann und die dann flexibel einsetzt und die wiederum dann die soziale Absicherung haben. Im Unterschied zu Antwerpen müssen aber die Unternehmen nicht auf diese Gesamthafensbetriebsgesellschaft zurückgreifen. Sie können auch Leute so fest anstellen. Ja, das wäre also der Bericht ein bisschen aus der Hafenlandschaft, die eben geprägt ist auch von diesen Privatisierungsbestrebungen und natürlich auch vom Druck des Wettbewerbs und dem Druck der unter den Häfen und dem Druck der Unternehmen, die eben die spezifischen Arbeitsmarktbedingungen immer möglichst günstig für sich nutzen wollen. Ja, danke soweit erstmal für diesen ersten Teil. Gibt es Rückfragen aus dem Publikum, von den TeilnehmerInnen? Nee, also bisher sind keine Fragen aufgetaucht, aber ich habe auch fasziniert gelauscht und das war wirklich sehr klar und deutlich und für mich auch alles wirklich Neuland. Also wunderbarer Einstieg. Okay. Wenn du willst, Christoph, kannst du gleich weitermachen. Ja, vielen Dank für die Lorbeeren. Also hier wechseln wir das Thema und wir kommen zu den Schiffen. Das. Und ich habe hier eine ganz herrliche Folie von der ITF, International Transport Federation, also dem Dachverband, dem globalen Dachverband der Transportarbeitergewerkschaften, die es durchgesetzt hat, dass sie auch Kontrollen machen kann in spezifischen Häfen und bei spezifischen Reedereien, mit denen sie im Vertrag steht. Das. Und sie hat, wie wir hier jetzt sehen, auf dieser Folie 8.714 Inspektionen durchgeführt im Jahre 2022, das und hat bei denen dann bei 1200 eben Mängel feststellen können. Und was sind diese Mängel? Diese Mängel sind vor allem Arbeitsvertragsverletzungen,
Und die Seeleute haben eben Arbeitsverträge. Und da steht natürlich Gewisses drin, was der Arbeitgeber ihnen dann auch zusichern muss. Und das ist nicht in jedem Fall so geschehen. Und zwar doch in erheblichem Umfang. Vereinbarungen, dass die ITF hat mit einigen Reedereien tatsächlich auch einen Tarifvertrag. Das ist allerdings eher am Rande der allgemeinen Seefahrt. Also es ist ihnen nicht gelungen, hier eine Tarifverpflichtung quasi für die gesamte Seefahrt durchzusetzen. Und auch hier, also gegenüber diesen Tarifvereinbarungen, gibt es Verletzungen. Und zentral sind eben auch, dass Löhne nicht richtig ausgezahlt werden. Und dass spezifische Normen, auf die ich noch zu sprechen komme, nicht eingehalten werden und dass eben auch die medizinische Versorgung nicht ausreichend ist, dass die Verantwortung für die medizinische Versorgung liegt auf dem Schiff beim Kapitän. Und der Kapitän ist heutzutage wesentlich enger angebunden an die Reederei über GPS und so weiter. Und die Reederei kann da eben auch Druck machen, um eben Kosten zu sparen. Hier sieht man, dass von den doch erheblichen Zahl an Seeleuten, also weit über 1 Million, haben 280.000 den Tarifvertrag, wobei eben, und das sieht man jetzt an dieser Zahl, dass das durchaus etwas schwierig ist, nämlich 13.260 Verträge, die die ITF nun betreut und abgeschlossen hat und dann betreut. Das ist natürlich auch eine Riesenaufgabe. Sprich, es muss dann eben immer für jedes Schiffbesatzung wieder das neu ausgehandelt werden. ITF setzt sich dann insbesondere dafür ein, dass die geschuldeten Löhne auch dann wirklich gezahlt werden. Und konnte dann eben 36 Millionen Dollar 2022 für die Seeleute reklamieren. Ein ganz zentrales Problem sind die verlassenen Schiffe. Reedereien, die ihre Schiffe nicht mehr weiter betreiben wollen, weil die Wartung zu teuer ist oder sie keine Aufträge haben, das Schiff einfach zu alt ist für sie, haben die Neigung, nicht alle, aber doch in einem zu großen Maße, die Neigung, dann so ein Schiff einfach auf der See liegen zu lassen. Und das hat natürlich katastrophale Folgen für die Mannschaft, die dann eben auf sich allein gestellt ist und nicht mehr die Möglichkeit hat, auf Kosten des Reeders, was nämlich vertraglich abgesichert ist normalerweise, dann auch in die Heimat zurückzukommen. Ja, das. Wir haben die sozialen Medien ausgewertet, in denen Seeleute sich eben über Arbeitsbedingungen auf See unterhalten. Und wir haben diese Methode gewählt, weil unser Rücklauf leider relativ gering war bei unserer Umfrage. Und weil eben auch Seeleute, wie ich das anfangs gesagt hatte,
heutzutage kaum noch von Bord gehen. Insbesondere in der Karibik war das gar nicht üblich mehr. Der Hafen in Santa Marta hat auch das geschlossen, wo früher eben die Seeleute erstmal am Hafen sich duschen und trinken konnten. Jetzt müssen sie eben in die Stadt laufen und das machen eben doch sehr wenige. Ja, und die wichtigsten Themen der Seeleute ist eben, dass die Löhne nicht vollständig und pünktlich gezahlt werden, dass die Löhne auch nicht wirklich erhöht werden, dass die Rückführung eben, wenn man dann an einem anderen Hafen gelandet ist und der Vertrag aufhört, dass man dann das Recht hat, was auch eine internationale Norm ist, das Recht hat auf Rückführung, dass das nicht immer hinhaut, dass das mal nicht zurückgeflogen wird. Die häufigen Überstunden, die gemacht werden, wobei da eben auch geschummelt wird, das erkläre ich nachher auch nochmal. Da gibt es ja eigentlich Überprüfungen. Aber der Druck ist dann häufig so groß auf Bord, dass dann eben die Eintragungen gefälscht werden. Und die Beschäftigten das dann auch den Inspektoren nicht mitteilen, aus der Angst heraus, dass sie dann also bei der nächsten Fahrt nicht angeheuert werden. Und es gibt da auch weiterhin eine Diskriminierung. Es gibt eine ziemlich starke Hierarchie zwischen den Nationalitäten, wo eben die nordeuropäischen und amerikanischen oben stehen. Und dann kommen die Russen, Ukrainer und dann ganz unten sind dann eben Inder und dazwischen sind noch die Filipinos. Das führt eben auch zu auch persönlichen Formen der Diskriminierung. So, ja, das war es eigentlich, was ich berichten wollte aus der Welt der Seefahrt. Da lässt sich natürlich sehr viel mehr erzählen, aber ich wollte dann doch den Hauptteil meines Vortrags mehr auf die konzentrieren, die eigentlich zuständig sind, bessere Bedingungen zu bieten. Genau, danke. Genau, bis zu dieser Stelle, Michael. Und ich habe gesehen, es gibt jetzt einige Fragen im Chat. Genau, also das konzentriert sich eigentlich um die Frage der Lieferkette. Das deutsche Lieferkettengesetz bzw. auch die EU-Lieferkettenrichtlinie. Inwieweit fallen denn die Hafenarbeiter da eigentlich darunter? Und nicht nur die Hafenarbeiter, sondern natürlich auch die Matrosen, zumal es ja gerade ganz aktuell von Habeck und Scholz verkündet, die Absicht gibt, zumindest das deutsche Lieferkettengesetz ja auch wieder auszuhöhlen. Welche Auswirkungen hat das dann also in dem Bereich? Ich habe noch eine dazu, aber lassen wir erstmal die beiden bitte beantworten. Ja, da möchte ich eigentlich auf Geduld bitten, Okay. weil ich dazu auch noch mal dann eine Folie habe zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Okay. Gut, dann da zu dem Komplex auch nochmal, dass natürlich Lieferkette und die Problematik ja nicht erst im Hafen anfängt, sondern sehr viel früher. Inwiefern sind denn nicht auch sowohl natürlich die Leute, die auf den Feldern arbeiten, aber eben auch Seeleute betroffen dann von Pestiziden, von Kontaminationen, die der Ware anhaftet? Also, wir haben uns eben auf Hafen und die Seefahrt konzentriert. Es gibt ja ziemlich viel Forschung zu den schlechten Arbeitsbedingungen auf Plantagen. Wir haben auch in der Vergangenheit zu den Arbeitsbedingungen und Gesundheitsbedingungen in der tropischen, subtropischen Landwirtschaft geforscht und veröffentlicht. Ein Bereich, der natürlich auch die Transportkette gehört, ist natürlich die Anlieferung zum Hafen.
Das haben wir auch nicht in Blick genommen, das. Aber das ist sicherlich auch ein großes Thema, dass gerade die Lastwagenfahrer nicht nur in Kolumbien, sondern auch in Europa stark unter Druck stehen. Zu der konkreten Frage mit der Kontamination, die Gefahr besteht eigentlich nicht, weil zumindest auf See besteht sie nicht, weil die Bananen heutzutage im Wesentlichen in Kühlcontainern transportiert werden. Und hier ist eher das Problem, dass diese Kühlcontainer sehr hoch gestapelt werden. Und Kühlcontainer müssen ständig überprüft werden, ob sie tatsächlich noch kühlen. Und das ist eine sehr gefährliche Aufgabe für Seeleute auf See, dann zwischen diesen Containern herumzukrabbeln, hochzukrabbeln und zu prüfen, ob das noch funktioniert oder nicht, ob die Temperatur eingehalten wird oder nicht. Also die Seeleute kommen mit den Bananen nicht in Berührung, auch nicht mit den Ananas, die auch ja häufig mit in diesen Schiffen transportiert werden, und kommen nicht in Berührung. Wer dann in Berührung kommt, ist bereits zu Beginn, nämlich bei der Beschickung der Container. Da gibt es ja dann eine Auslese der Bananen, die nicht der Norm entsprechen, werden eben ausgelesen, und das ist eben dann auch Handarbeit. Und diese Personen kommen eben in Kontakt auch mit den Bananen und den möglichen Pestiziden. Ja, das. Und dann umgekehrt auch am Ende. Da ist dann nur, dass die Gefahr für die Beschäftigten etwas geringer ist, weil dann die Bananen ja auch nochmal spezifisch behandelt werden in dann besonderen Anlagen, wo sie nachgereift werden mit Gasen. Und da ist dann die Pestizidbelastung, die vielleicht auf den Bananen sind, nicht mehr so gegeben. Das ist dann mehr so, wie wir als Konsumenten dann auch die Banane erleben. Also die Gefahr der Kontaminierung ist vor allem für die Arbeitskräfte gegeben, die dann die Bananen zum Hafen bringen und dann auch eben in die Kühlcontainer umladen. Ja, vielen Dank. Eine Frage war noch, und zwar, ich habe das mit den verlassenen Schiffen nicht verstanden, kam als Frage nochmal. Vielleicht kannst du da nochmal ein paar Sätze dazu sagen, bitte. Ja, also ein Schiff wird meistens nur 15 Jahre ungefähr gefahren. Dann ist es nicht mehr zeitgemäß. Die Wartungskosten explodieren und die Reedereien überlegen, wie sie die loswerden. Und die Top-Reedereien verkaufen diese Schiffe meistens an weniger Top-Reedereien, die dann, und das ist ein Thema, was ich nachher auch nochmal anschneide, die dann eher nicht mehr europäische, amerikanische Häfen ansteuern, sondern in anderen Regionen der Welt fahren. Und wenn die dann aber auch runtergewirtschaftet sind, diese Schiffe, dann gibt es eben Reedereien, die Kosten dann scheuen, das Schiff dann irgendwo hinzubringen, wo es dann verschrottet wird. Und die lassen dann einfach das Schiff so. Sie sagen, das ist, dann weiß man gar nicht mehr, wer der Eigentümer ist, weil jedes Schiff ist im Besitz einer eigenen Firma, Unterfirma, meistens mit Sitz in einem Flaggenstaat, Billigflaggenstaat, das. Und dann wird dann eben diese Firma geschlossen. Und das Schiff ist dann eben herrenlos.
Und niemand fühlt sich mehr für die Mannschaft verantwortlich. Und wenn das relativ in der Nähe eines Hafens erfolgt, dann ist das meistens noch irgendwie machbar. Aber es kann eben auch dann passieren, eben gerade nicht so in der Nähe von europäischen oder amerikanischen Häfen, dass dann also diese Schiffe verlassen werden und die Crew dann irgendwie gucken muss, wie sie da wieder von runterkommt von diesem Schiff und wer dafür auch aufkommt. Das. Und die Schiffe bleiben dann einfach herrenlos auf See, irgendwann auch verlassen von aller Mannschaft und dümpeln da vor sich hin. Ja, das passiert. Das gibt dann eben die Frage, wer dann dafür verantwortlich ist, dieses Schiff dann irgendwo zum Verschrottungsplatz zu bringen. In manchen Fällen passiert das, aber das passiert dann nicht immer. Das ist ein ziemlich großes Problem. Aber das wird letztlich, so wie ich das verstanden habe, so ganz bin ich da der Fachmann auch nicht, aber wie ich das verstanden habe, gibt es da also dann eigentlich mehr Sorge wegen Kollisionen, dass man dann also sich doch irgendwie drum kümmert, irgendwann das Schiff auch zur Verschrottung zu bringen, als dass man von vornherein sich also wirklich um die Belegschaft, um die Mannschaft kümmert. Das ist eben auch ein starkes Thema von ITF. Also die bearbeiten das und versuchen da den Seeleuten zu helfen. Da ist es natürlich heutzutage ganz gut, dass mittlerweile die Kommunikationstechnik ausgereifter ist und auch manchen Schiffen dann doch eher auch Möglichkeiten gibt, mit der Außenwelt in Kontakt zu treten. Aber gerade bei den schlechten Schiffen ist das umso weniger ausgeprägt. Nur die wirklich guten Reedereien haben heutzutage auch die Möglichkeit geschaffen, für die Mannschaften direkt international zu kommunizieren. Das normale Schiff, da ist das für die Offiziere und da auch eher nur für die ersten Ränge unter den Offizieren und den Kapitänen der Zugang eben zur internationalen Satellitentechnik. Okay, spannend. War sonst noch etwas im Chat? Michael? Es war noch eine Frage, so Unterschied zwischen Antwerpen und Hamburg. Beides sind ja Poolsysteme. Ich habe das so verstanden, dass Antwerpen etwas noch zentrierter und besser funktionierend ist als das Hamburger System. Aber mich persönlich hat eigentlich auch noch die Frage beschäftigt, warum um Himmels Willen geht die EU-Kommission gegen dieses Poolsystem vor und versucht, das kaputt zu machen? Ja, der Hauptgrund ist, dass die EU in dem Poolsystem in der Form, wie es eben in Antwerpen war, dass die Unternehmen gezwungen sind, die im Hafen tätig sind, nur die Beschäftigte zu nehmen, die eben bei dieser Dachorganisation angestellt sind. Und in dieser Dachorganisation haben die Gewerkschaften ein Mitspracherecht. Und das sieht die Kommission als eine Beschränkung des Wettbewerbs. Und hat über die Jahre hinweg immer wieder den Versuch gemacht, ist aber zum Teil dann eben im Parlament auch gescheitert mit diesen. Und die Gewerkschaft in Antwerpen hat mächtig mobilisiert, auch sehr geschickt, nicht nur nach innen, also dass sie da sehr fest zusammenstehen, sondern haben auch sehr deutlich das nach außen kommunizieren können, dass so ein Poolsystem mit qualifizierten Arbeitskräften dafür Sorge trägt, dass eben die Abfertigung der Schiffe mit großer Sicherheit stattfindet und dass auch eben die Unternehmen davon profitieren, dass der Hafen rund läuft.
Gut, es gibt also doch mal Beispiele, dass neokapitalistische, neoliberale Bestrebungen auch mal abgewehrt werden können. Das ist Ja. schön zu hören. Ja, aber nicht vollständig leider. Also Okay. vor 3 Jahren mussten sie eben aus dieser Dachorganisation ausscheiden. Und, Okay, sonst ist noch nichts weiter aufgelaufen im Chat, insofern. ja, Christoph, dann freuen wir uns auf den dritten Teil. Ja. Und der fängt mit den Reedereien. Und hier sieht man, dass es eine starke Konzentration gibt und dass eine Reederei, die in Genf sitzt, die führende heutzutage ist und die ja auch Schlagzeilen gemacht hat, weil der Hamburger Senat nun einen Teil des Hamburger Hafens an diese Mediterranean Shipping Company, abgekürzt MSC, verkauft, die eigentlich ursprünglich aus Italien kommt, aber in Italien muss man ja etwas höhere Steuern zahlen als am Genfer See. Ja, das. Und somit ist das Binnenland Schweiz eine große Schifffahrtsnation. MSC ist nicht bekannt dafür, dass sie die höchsten Standards hat. Das. Die höheren Standards findet man bei Maersk, das. Die dänische und auch bei Hapag-Lloyd. Aber die vergeben auch Aufträge an Chartergesellschaften. Und da ist es nicht immer so ganz sicher, wie diese Chartergesellschaften tatsächlich die hohen Standards der Unternehmen Maersk und Hapag-Lloyd tatsächlich auch im Auge behalten. Das. CMA ist eine französische und COSCO eine chinesische Truppe. Das. Die hohe Konzentration wird noch verstärkt dadurch, dass interessanterweise die Hafenarbeiter in Antwerpen keinen Pool bilden dürfen, aber die Reedereien, die dürfen Allianzen bilden. Ja, das. Und sie haben solche Allianzen gebildet, die dann eben ganz erhebliche Marktanteile bei der globalen Schifffahrt, Frachtschifffahrt haben. Und man sieht hier, die 2M-Allianz hat 35, die Ozean-Allianz 30 und wo Hapag-Lloyd drin war, fast 19%. Das. Jetzt ist es aber so, dass die EU das eigentlich nur erlaubt, wenn es unter 30% ist. Es ist allerdings nicht so ganz sicher, ob das nun tatsächlich der Grund war dafür, dass diese Allianz aufgelöst wurde. Es gibt also derzeit eine gewisse Auflösung der Allianzen. Also jetzt ganz frisch, ganz neu das. Und ein weiterer Grund neben der Regelung der EU mit 30% dürfte das folgende sein, nämlich, dass diese Schifffahrtslinien nun eine vertikale Integration anstreben. Sie versuchen nun, die gesamte Transportkette im Griff zu haben. Ja, das. Also sie kaufen nun die Terminals, die Hafenanlagen, aber eben auch dann die Speditionen, auch nun, weil sie unglaublich gut verdient haben, das werde ich auch gleich zeigen, haben sie auch Interesse an dann Fluglinien, dass sie eben auch nicht nur ihre Kunden mit eben Containern, sondern eben auch über die Luft bedienen können und eben auch sonstigen Speditionen. Das. Ja. Ja, und hier zu dem Verdienst, das ihnen jetzt gerade erlaubt hat, mächtig einzukaufen.
zeigt, wie Sie die Corona-Krise für sich voll nutzen konnten. Die Gewinne sind hier stark wieder gesunken und sind jetzt wieder stark am Steigen aufgrund des Krieges um Palästina. Und somit also haben Sie auch gerade Ihre Gewinnprognosen angehoben. Diese Möglichkeit, mit den hohen Gewinnen jetzt so die volle Transportkette zu kontrollieren, bringt nun diese Schifffahrtslinien etwas stärker in die Konkurrenz miteinander auch. Und das könnte eben nun auch ein Grund sein, warum die Allianzen sich etwas neu sortieren. Die allerneueste, und da gehe ich vielleicht nochmal zurück auf die hier, die allerneueste Ankündigung ist allerdings, dass Hapag-Lloyd und, wo ist auch, die ist hier verschwunden, und Maersk, das ist also hier Maersk eigentlich, Hapag-Lloyd und Maersk zusammen stärker zusammenarbeiten wollen, die dann aber eben auch unter der 30%-Grenze stecken. So, und nun zu dem, was ein bisschen wenig nach meiner Ansicht bekannt ist. Und das ist die unglaubliche Anzahl an Privilegien, die diese Reedereien genießen. Das Zentrale ist die Billigflagge. Dass also eine Reederei mit Sitz in Deutschland nun seine Schiffe unter der Flagge von Panama oder Liberia fahren lassen kann und aufgrund dieses Druckes der Billigflagge Deutschland dann auch erlaubt hat, eine deutsche Billigflagge, ein sogenanntes deutsches internationales Register zu gründen, wo auch andere Maßstäbe, andere Standards herrschen als unter der deutschen Flagge, also dem eigentlichen deutschen Register. Ja, das. Die Billigflagge ermöglicht eben insbesondere das Anheuern von Mannschaften zu wesentlich günstigeren Bedingungen, aber eben auch gewisse Standards etwas abzusenken. Darauf komme ich dann noch genauer zu sprechen. Kartellrecht, die Allianzen hatte ich schon gerade erwähnt. Und nun die Körperschaftssteuer. Ich hatte ja die hohen Gewinne gerade gezeigt. Und auf diese wunderbaren hohen Gewinne bezahlen diese Konzerne fast gar nichts. Hapag-Lloyd hat nur 1% gezahlt an Steuer auf seinen Maximalgewinn von 2022. Ja, das. Und das ist die sogenannte Tonnagensteuer. Statt eben einen Prozentsatz auf den Unternehmensgewinn bezahlen zu müssen, bezahlt man einen Prozentsatz auf die Tonnage, die unter dem eigenen Namen fährt. Und das. Und diese Steuer ist ziemlich gering und hier erlaubt auch die EU niedrige Sätze, nämlich wenn Polen einen geringen Satz hat, dann darf auch Malta einen geringen Satz dann nur verlangen. Das war beispielsweise eine Entscheidung dann der EU, das wurde da ausgehandelt, da gab es eine Beschwerde, dass eben Malta das unterbietet. Aber die EU hat dann gesagt, ja, wenn Polen das auch so hat, dann darf Malta das auch so niedrig machen. Und entsprechend eben Deutschland auch das. Unter allen unseren Regierungen, auch unsere neue Regierung, die Ampel hat das auch wieder durchgewunken. Ja, das. Hier. Aber Herr Scholz ist ja sowieso dafür bekannt, dass er da nicht ganz so genau hinschaut, wenn die Hamburger Reichen nicht so die Steuern zahlen. Stichwort Cum-Ex. Beim Arbeitsrecht ist es eben so,
das Arbeitsrecht des Entsendeland der Besatzung Geltung hat. Und wenn eben die Besatzung im Wesentlichen aus Filipinos oder Indern besteht, dann ist eben das Arbeitsrecht dieser Länder das geltende und nicht das Arbeitsrecht Deutschlands auf einem deutschen Schiff. Das ist schon also ziemlich beachtlich, das. Und da gibt es gewisse Ausnahmen für europäische Besatzungen und so weiter, aber insgesamt gilt das Arbeitsrecht und eben auch die Sozialversicherungen der Entsendeländer, das. Ja, und dann gibt es eben doch die erheblichen Vorleistungen der öffentlichen Hand bei der Hafenstruktur, Infrastruktur. Und in Hamburg ist das besonders ausgeprägt. Je größer die Schiffe werden, umso mehr muss die Elbe ausgebaggert werden, damit die Schiffe da überhaupt reinpassen. Und mittlerweile sind die Schiffe so groß, dass es selbst unter dieser riesengroßen Brücke über den Hamburger Hafen nicht mehr durchkommen und somit Überlegungen gibt, diese Brücke auch abzureißen und eine neue, noch höhere Brücke hinzustellen, die natürlich von uns als Steuerzahlern dann bezahlt werden muss. Das. Angesichts dieser fantastischen Privilegien ist es ja natürlich eigentlich naheliegend, dass man die mit gewissen Konditionen verbindet. Aber das findet eigentlich nicht statt. Es gibt so eine gewisse Kondition, wenn das Schiff eben unter deutscher Flagge steht, läuft, dann müssen ein paar Deutsche auch auf diesem Schiff sein. Das ist mehr oder weniger alles an Vorschrift. Ja, hier mal noch ein Hinweis auf diese Flaggenstaaten. Panama ist der Dominante. Ich habe aber gerade gelesen, 2024 überholt von Liberia, dass diese wunderbar große Insel Marshall, die ist auch mit im Geschäft. Es gibt aber auch so wunderbare Länder, die fernab der See sind, wie die Mongolei, die auch zu den Flaggenstaaten gehören. Ja, das. Also, hier habe ich vielleicht eine etwas zu ausführliche Tabelle, aber ich will sie doch mal aufzeigen, die ITF zusammengestellt hat. Nochmal eine Aufstellung dieser gesamten Subventionen, die es da gibt. Es gibt eben Betriebskostenzuschüsse, Zuschuss für die Kriegsverfügbarkeit von Schiffen. Das ist auch einer der Gründe, warum es überhaupt noch eine deutsche Flagge gibt, dass man eben im Kriegsfall Zugriff auf Schiffe haben möchte. Das. In manchen Fällen gibt es auch den Staat als Eigentümer oder Anteilseigner. Das gilt aber jetzt in Deutschland in der Form nicht. Es gibt aber eben Ausbildungsbeihilfe und so weiter, Zuschüsse für den Erwerb von Schiffen. Das ist insbesondere bei der Finanzierung. Da gab es Steuererleichterungen in Deutschland. Dann gibt es eben auch Zuschüsse für umweltfreundliche Schifffahrt. Da ist auch die KfW stark beteiligt. Natürlich die Hafeninfrastruktur, die ich genannt habe. Und dann gibt es natürlich auch dann für Forschung und Entwicklung Hilfen. Dann gibt es eben diese Tonnagesteuer, die ich gerade genannt hatte. Und gibt Befreiung von Kraftfahrtsteuern und so weiter und so fort. Also ich will das nicht zu ausführlich machen. Ich kann ja die Tabellen dann auch zur Verfügung stellen für jemand, der das nochmal vertiefen möchte. Hier auch nochmal dann Zollbefreiungen für gewisse Schiffbausinputs, soweit das gehandhabt wird. Natürlich Hafenkanalgebühren, das ist auch eine Frage. Das ist dann natürlich ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land, inwiefern die so gesenkt werden, dass in fernab sind von den eigentlichen Kosten, die der Unterhalt von einem Hafen oder von einem Kanal darstellen. Das.
So viel zu den Reedereien. Es gibt aber natürlich noch andere Akteure und hier natürlich die Spediteure, die nun also die Seefracht zusammenstellen, also die Kunden dann finden, die was verschicken wollen. Und hier ist Kühne und Nagel an erster Stelle zu nennen. Bei der Seefracht. Und Kühne und Nagel ist auch Herr Kühne, der mittlerweile in der Schweiz seine Steuern zahlt, ist auch ein starker Aktionär bei Hapag und Lloyd und mittlerweile auch bei der Lufthansa. An zweiter Stelle kommt ein chinesisches Unternehmen, dann kommt wieder ein deutsches Unternehmen, dann ein niederländisches und ein DB Schenker. Also hier und all diese Unternehmen beschäftigen doch deutlich über 1000 Menschen und fallen somit eigentlich unter das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Also wir haben nicht nur die Reedereien als Akteure in diesem Feld, sondern eben auch die Seefahrtsspediteure. Dann gibt es die Schiffsmanagementgesellschaften. Ich hatte ja bereits erzählt, dass die Reedereien ihre Schiffe eben in eigene Unternehmen, Unterunternehmen dann laufen lassen unter diesen und die wiederum registriert sind, vor allem in Billigflaggenländern. Und jetzt wird aber auch das Management des Schiffes häufig übertragen an eine weitere Firma, die dann insbesondere für die Beschaffung des Personals zuständig ist, aber auch viele andere Sachen macht. Und das hängt dann von dem jeweiligen Vertrag ab, wie viel nun tatsächlich an diese Schifffahrtsmanagementgesellschaft übergeben wird. Und da gibt es also ziemlich große Player. Also V-Ships hat 44.000 Seeleute unter Vertrag. Aber auch die deutsche BSM hat 20.000 Menschen unter Vertrag. Also das ist schon erheblich. Und sie sind wiederum versichert für die Haftung. Die letztendliche Haftung hat der Reeder aber eben auch die Schifffahrtsmanagementgesellschaft. Das hängt dann wiederum von der konkreten Ausgestaltung des Vertrages ab. Die Bedeutung der Schifffahrtsmanagementgesellschaften wird in der Literatur, die sowieso nicht so umfangreich ist, doch häufig eher weniger in Blick genommen. Also hier wäre durchaus noch ein bisschen Forschungsbedarf. Die nächsten, hier kann ich auch noch mal die Zahl der Schiffe, ich hatte jetzt erstmal nur die Zahl der Beschäftigten, aber die Schifffahrtsmanagementgesellschaften gehen ja auch über die Rekrutierung der Belegschaften hinaus und kümmern sich ja auch direkt um das Schiff selbst. Und Anglo-Eastern hat beispielsweise über 1000 Schiffe, hier die deutsche Truppe Bernhard Schulter 650. Nun, die Klassifikationsgesellschaften, die sind beauftragt, vor allem erstmal von den Flaggenstaaten, mit der Überprüfung der Sicherheit der Schiffe. Und hier ist interessant, dass das Ansehen der Klassifikationsgesellschaft korreliert mit dem Alter der Schiffe, die sie inspizieren und für die sie dann ein Zeugnis ausstellen, ein Zertifikat. Und die Folge dessen ist eben, dass es einen Wettbewerb gibt unter diesen Klassifikationsgesellschaften. Man kann sich also als Reeder
dann auch eine Klassifikationsgesellschaft aussuchen, die vielleicht nicht ganz so genau hinschaut. Und dann ist es so, dass die Klassifikationsgesellschaften sich von der Haftung freigesprochen haben. Die sind immun. Also wenn ihr Zertifikat vielleicht doch nicht ganz der Wahrheit entsprach und irgendwas mit dem Schiff passiert, was nicht vorgesehen war, fühlen sie sich dafür nicht verantwortlich. Und da gibt es jetzt nun Bestrebungen, vielleicht doch ihre Immunität aufzuheben. Das wäre allerdings dann vor allem die Aufgabe der Seefahrtskommission, auf die ich auch noch zu sprechen komme. Und da wird man dann auch sehen, warum das durchaus nicht so leicht erfolgen wird. Die Schiffe sind natürlich auch versichert und sie verlassen sich wiederum auf Ratingagenturen und eben auch auf die Klassifikationsgesellschaften vor allem. Und hier ist es so, dass eigentlich die Maritime Labour Convention im Blick genommen werden sollte. Und die hat die verschiedenen Übereinkommen, die im Rahmen der Internationalen Arbeitsorganisation über die Jahrzehnte vereinbart worden waren, zusammengefasst und sind internationales Recht und bieten eigentlich einen umfassenden arbeitsrechtlichen Schutz für die Seeleute. Und die Schiffe, die unter der Flagge der Länder, die diese Konvention unterschrieben haben, und dazu gehören heutzutage auch die großen Billigflaggenländer dazu, die müssen eben auch eine Bescheinigung mit sich führen, dass eben die Kosten und Ausgaben für die Rückführung der Besatzung abgesichert ist, versichert ist. Naja, und das nochmal zurück zu den verlassenen Schiffen. Diese Schiffe haben dann eben diese Versicherungsbescheinigung nicht mehr, sodass eben die Besatzung nicht mehr versichert ist für diese Rückführung. Und die Europäische Union schreibt nun vor, dass alle Schiffe, die in EU-Gewässer eintreten, dass sie eben nochmal zusätzlich versichert sein müssen, und zwar recht umfangreich für das ganze Schiff und auch für Konsequenzen, die vielleicht eine Havarie für dann die Umwelt hat. Auslöser war die Ölkatastrophe des Exxon-Tankers Belas Douce oder so ähnlich hieß der. Hier ist ganz interessant, dass einige Versicherungen sich dann doch verantwortlich fühlten, einen Schritt weiter zu gehen, gerade auch in der Pandemie, und haben sich nun da verpflichtet, drauf zu schauen, dass eben tatsächlich in ihrem Versicherungsportfolio nur diejenigen sind, die sich auch an solche Sachen halten. Wichtig natürlich für die Seefahrt ist es auch der Schiffbau. Hier ist auch ganz interessant, dass der Schiffdesign auch natürlich eine Auswirkung hat auf die Arbeitsbedingungen und Lebensbedingungen vor allem auf dem Schiff. Also viele moderne Schiffe sind so gebaut, dass die Quartiere doch eher in dem Bereich sind, wo das Schiff mehr schaukelt und wo die Motorengeräusche auch höher sind. Und das könnte man natürlich ändern, aber das sind natürlich dann auch wieder Kostenfaktoren. Die deutschen Banken waren aufgrund der steuerlichen Behandlung des Schiffsbaus früher sehr aktiv. Heute ist es im Wesentlichen nur noch die staatliche KfW, und die nun also Schiffbauten in China und in Südkorea mitfinanziert. Und zwar vor allem in dem Bereich, wo
mit neuen Energietechniken gearbeitet wird, also weg vom Schweröl. Und diese Finanzakteure, einige von denen, haben sich auch zu solchen Poseidon Principles bekannt, nämlich dass sie in ihrem Schiffsportfolio das, was sie finanzieren, nur noch Schiffe haben wollen, die weniger Kohlenstoffausstoß haben. Das wäre natürlich auch ein Modell zu sagen, sie sollten in ihrem Portfolio nur diejenigen haben, die auch tatsächlich gute Arbeitsbedingungen ermöglichen. So, und nun kommt es zu den staatlichen Akteuren. Und hier gerade nochmal auf diese Ölkatastrophe von Exxon als Reaktion, viele Jahre später, sowas dauert immer sehr lange, haben dann europäische Länder sich entschlossen, eine Vereinbarung, die unter dem Namen Paris Memorandum of Understanding läuft, eine sogenannte Hafenstaatkontrolle einzurichten. Das heißt, dass alle Schiffe, die europäische Häfen anfahren, dort kontrolliert werden können und auch eben sanktioniert werden können, wenn sie mehrfach Verstöße gegen internationale Normen vollzogen haben. Aber diese internationalen Normen sind vor allem hinsichtlich der Sicherheit des Schiffes und auch etwas über hier die Arbeitsbedingungen, aber doch stärker Standards der Ausbildung. Ja, das. Und auch eher eben Dokumente, die vorgelegt werden, als tatsächlich eine Befragung auf dem Schiff und eine wirklich genauere Beobachtung der Arbeitsbedingungen auf dem Schiff. Es gibt aber nun eben weiße, graue und schwarze Listen und es kann und auf denen werden dann die Schiffe registriert nach der Inspektion und die, die auf der schwarzen Liste gelandet sind, können eben europäische Häfen nicht mehr anfahren. Die müssen eben in anderen Regionen aktiv werden. Und man kann eben dann auch Schiffe festhalten, solange bis sie eben bemängelten Dinge dann behoben haben, also die Mängel behoben haben. Jetzt habe ich das auf Deutsch hinbekommen. Aber es gibt eben doch Unterschiede bei der Intensität der Inspektionen. Es fehlt doch noch, selbst in Europa, an einer Standardisierung der Ressourcen, die dafür zur Verfügung gestellt werden, bei der Ausbildung und so. Die Wirkung ist allerdings durchaus positiv. Es ist eben noch nicht wirklich so, dass die Standards alle eingehalten werden, aber die Einhaltung der Standards hat sich doch deutlich verbessert. Und im Rest der Welt hat das MOU Nachfolger gefunden und beispielsweise auch für Lateinamerika ein Acuerdo de Viña del Mar. Aber Costa Rica ist beispielsweise nicht ein Unterzeichner dieses Memorandums. So, jetzt habe ich auch mal so eine Liste, wo eben die schwarzen Schafe drauf sind. Eben aus Ägypten, Komoren, Moldau, Togo, Kamerun, das. Und da wurde dann eben aufgezeigt, das Risiko und der Überschreitungsfaktor, also wie stark sie nun also die Normen nicht eingehalten haben. Und hier auch die Zahl der Inspektionen, die da vorgenommen worden sind. Und die fünf wichtigsten Mängel hinsichtlich eben des Seearbeitsübereinkommens, des Maritime Übereinkommen, also ist also Beschäftigungsvertrag, das hatten wir auch schon bei der Liste von der ITF gesehen, dann eben solche Sachen wie elektrische Mängel, also da Gefährdungen, Sauberkeit im Maschinenraum, wiederum auch Arbeitssicherheitsgefährdungen,
strukturelle Merkmale eben auch im Schiff, Seile, Kabel. Also stärker auf die Sicherheitsbedingungen, weniger so wirklich auf arbeitsrechtliche Fragen. Und hier nochmal die fünf wichtigsten Gründe für ein Festhalten des Schiffes. Das war der Beschäftigungsvertrag und dann auch wieder Sauberkeit im Maschinenraum, aber eben auch Frage Löhne, dass die Löhne nicht rechtzeitig bezahlt wurden oder eben nicht vollständig bezahlt worden sind. Also hier auch nochmal eine Bestätigung dessen, was unsere Auswertung der sozialen Medien ergeben hat und was natürlich auch die ITF-Inspektionen hatten. Und nun gibt es diese internationale maritime Organisation, International Maritime Organization, die die Regeln setzt und wo eben die meisten Länder, die was mit der Seefahrt zu tun haben, auch vertreten sind in das. Aber es sind gerade die Flaggenstaaten, die besonders vertreten sind, weil nämlich die Tonnage die Stimmrechte quasi bestimmt. Also je mehr man als Flaggenstaat und als Tonnage vorweisen kann, also je mehr Schiffe unter der eigenen Flagge fahren, umso größer ist der Einfluss in der IMO. Und auch die Industrie wird dort vertreten. Allerdings gibt es einige Reedereien, die nun während der Pandemie sich entschlossen hatten, eben eine Declaration, also was zur Wohlfahrt der Seefahrer zu erklären, wie sie sich eben zukünftig verpflichten wollen. Und hier insbesondere auch nochmal das Thema Ablösen, wenn man eben dann im Hafen angekommen ist, wie die Rückführung dann laufen kann. Wenn man jetzt aber eben sieht, wer hier das Sagen hat, da sieht man vor allem die Flaggenstaaten, Panama, Liberia, Marshall und so weiter und so fort. Ja, und von daher ist leider der Weg über die IMO, bessere Regeln und vor allem bessere Durchsetzung und Beobachtung und Umsetzung der Regeln über die IMO ein sehr langwieriger, schwergängiger Weg. So, und nun zur Frage, und das ist auch einer meiner letzten Folien, zum Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Und da kann man sagen, dass die Häfen auch im Ausland, wir haben das ja da für Costa Rica und so weiter angeschaut, handelt es sich um mittelbare Zulieferer, für die eben auch Sorgfaltspflichten gelten. Und wenn dem Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte vorliegen, dass eben Verletzungen menschenrechtsbezogener Pflichten vorliegen, so müssen Sie dann eben auch eine Risikoanalyse durchführen, müssen Präventionsmaßnahmen dann entwickeln und ein Konzept zur Verhinderung dann weitere zukünftiger Probleme auch vorlegen. Also sprich, man kann hier auch sagen, dass bei den Häfen, die nicht außerhalb unseres Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes liegen. Und hier sind natürlich die Reedereien und vor allem Reedereien, die eben eine Größe haben wie Hapag-Lloyd oder Maersk, natürlich gefragt. Aber natürlich auch die Speditionen, die ich genannt hatte. Und nun hier die Empfehlungen, die wir hier geben würden bei der Seefahrt. Erstmal die Reedereien sollten eigentlich ihre eigenen Schiffe haben und unter der Flagge ihres Hauptsitzes und auf Billigflaggen verzichten. Das ist natürlich eine Sache, die sehr, sehr schwer durchsetzbar ist.
Aber es wäre eigentlich möglich. Also wenn die EU, wenn Japan, China und die USA dazu sich verpflichten würden, dann wäre das eine Regel für die Welt. Das. Und natürlich sollten die indirekten Lieferanten das Beschwerdeverfahren des Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetzes dann nutzen, sollten sowas eben auch tatsächlich dann in ihre Geschäftsverpflichtungen übernehmen. Und hier bei unserem Hamburger Hafen, der fällt natürlich auch unter das Gesetz und der sollte sich da auch dran halten. Und zwar sind ja diejenigen, die in den Hafen reinkommen und dann Hafeninfrastruktur nutzen, ja direkte Kunden, also gar nicht indirekte, nicht weit weg von in der Lieferkette, sondern sehr direkt in der Lieferkette. Und da sollte unbedingt eine bessere Sozialinfrastruktur für die Seeleute geschaffen werden und nicht nur dass quasi der Seefahrermission zu überlassen. Und dann sind eben auch die Reedereien, die ja da auch Gebühren zahlen, ja auch direkt in der Kette des Hafens. Also gemeinsam könnten sie da deutlich mehr machen. Das wäre eigentlich unser Plädoyer. Ja, und noch eine kleine Eigenwerbung zum Schluss. Aufgrund dessen, dass kleine Verlage derzeit ziemlich unter Druck sind, hat sich leider die Veröffentlichung unseres Buches hat sich verzögert. Aber ich glaube, im November wird es kommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit für ein paar Fragen. Es war jetzt doch ein bisschen länger, als ich dachte, aber es ist eben wirklich ein sehr komplexes Feld. Man kann sich nicht nur quasi hier auf die Räder konzentrieren, man muss auch die anderen Akteure mit in den Blick nehmen. Ja, das ist also ich wahnsinnig spannend, jetzt vor allen Dingen auch der dritte Teil und das, was du halt auch gezeigt hast, diese Verkettung, diese Verflechtung untereinander, was da eins ins andere greift, wobei ich am Anfang, wo du die Privilegien aufgezeigt hast, die haben, wo ich so denke, bezahlen die überhaupt irgendwo irgendwas wie Steuern oder Abgaben? Also ich meine, also die Schiffe sind ausgeflaggt und sonst was. Also was hat der Staat noch? Bei den Autobauern ist es immer so, ja, wir schaffen Arbeitsplätze, aber selbst die Menschen, also die schaffen ja noch nicht mal großartig Arbeitsplätze, außer dass sie, naja, also der Welthandel ist es. Also das ist, dass der Handel wahrscheinlich läuft. Das ist das, was für die Politik wichtig ist, habe ich so bald den Eindruck. Naja, die Angst ist eben, dass Hapag-Lloyd als wichtigster deutscher Reeder dann eben auch Fahnenflucht macht und sich eben so wie MSC auch am Genfer See ansiedelt oder vielleicht auf Zypern. Zypern ist ja auch so ein beliebter Ort für Akteure der Schifffahrt. Und da ist das Wetter ja auch nett. Also das ist so ein bisschen die Angst. Allerdings, wenn nun Europa zusammen einen Aktionsplan entwickeln würde, dann wäre diese Angst deutlich geringer, weil natürlich außerhalb europäischer Gerichtsbarkeit natürlich auch eine größere Unsicherheit für ein Unternehmen besteht. Ja, definitiv, würde ich doch mal sagen. Also ich meine, genau. Michael, gibt es noch was im Chat? Oder Nee, sind... also alle Leute haben wirklich gespannt zugehört und ganz viel aufgenommen. Und ich denke, es sind wirklich ganz viele Fragen auch beantwortet worden, bevor sie hier groß gestellt werden konnten. Ich kann nur persönlich von mir so anfügen, zwei Sachen sind besonders hängen geblieben, die mich wirklich baff erstaunen. Zum einen Arbeits- und Sozialrecht der Entsendeländer, der Seeleute auf den Schiffen.
bestimmt. Nicht das Flaggenland. Das Flaggenland ist ja schon mal schlecht eigentlich. Aber nein, es geht noch eine Stufe weiter runter. Je mehr ich Leute hole aus Ländern, wo die Arbeitsbedingungen und Sozialbedingungen besonders beschissen sind, umso mehr kann ich auf meinen Schiffen auch sparen und diese Bedingungen verschlechtern. Und das Zweite, die Klassifizierer genießen Immunität. Das ist schon ein genialer Schachzug, oder? Ja, wir haben das ja jetzt nicht in der Seefahrt, aber bei einem ganz schlimmen Unfall in Brasilien gesehen, dass ein deutscher Verein dort die Sicherheit des Damms begutachtet hat, der dann eben brach und doch über 1000 Menschen zu Tode brachte mit den Fluten, die da über sie hineinbrachen. Und da stellt sich dann eben auch die Frage, inwiefern der dann eben da auch mit in die Haftung genommen werden sollte. Und brasilianische Gerichte sehen das jetzt so, dass eben auch dieser Verein, der da die Zertifizierung ausgesprochen hatte, auch mithaften soll. Klingt gut. Vielen Auf jeden Fall. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen kommen, wir sind eigentlich von der Zeit her ziemlich pünktlich eigentlich hier zum Ende gekommen. Der Hinweis auf das Buch, ich freue mich drauf, genau wie du gesagt hast, November ist ja jetzt nicht mehr weit, dann sollte es kommen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal ein ganz herzliches Dankeschön sagen, Christoph, dass ich habe lange nicht mehr so ein, nein, alle unsere Webinare sind spannend, aber das war jetzt also wirklich super interessant. Möchte noch darauf hinweisen, dass dieses Webinar ja aufgenommen worden ist und dass wir das auf unseren YouTube-Kanal stellen, dass wir uns über Spenden freuen oder Mitarbeit und dass wir am 25.11. das nächste Webinar haben zu klimaschädlichen Subventionen, wie mit Steuergeldern das Klima zerstört wird. Das ist unser nächstes Thema. Ja, ganz herzlichen Dank an euch alle und schönen Abend noch und bis bald. Vielen Dank und tschüss.